Hallo und willkommen zurück zu Harvest Moon Back to Nature am vollsten Sommertag. Natürlich gucken wir wieder mal erstmal das Wetter. Oh, wir können heute was lernen. Wir können heute lernen, was zu kochen. Denn es ist Dienstag und wieder Zeit für die delikate Stunde. Mein Name ist Naru und ich stelle Ihnen in dieser Kochsendung jede Woche ein neues Gericht vor. Unser heutiges Gericht ist Tomatensaft. Zutaten, Tomaten, Küchengeräte, Mixer, Gewürze, Salz. Fertig. Dann wollen wir mal kosten. Delikat. Bis nächste Woche. Ich glaube nicht, dass dem das geschmeckt hat. Was haben wir noch? Unseren kanadischen South Park kanadischen Aushilfsfarmer bei Farmer Fran, denn er hat eine Frage an Farmer Fran. Farmer Fran! Ja, Jimmy, was ist der Hauptunterschied zwischen dem Kühlschrank und dem Küchenschrank? Das hat damit zu tun, was du hineintust. Alles, was man essen kann, kommt in den Kühlschrank. Andere Dinge kommen in den Küchenschrank. Oh, ich verstehe. Anders als in deinem Rucksack kannst du im Kühlschrank und im Küchenschrank bis zu 99 Dinge der gleichen Art aufbewahren. Sie sind also sehr nützlich. So viel kann ich hineintun? Verblüffend! Merken wir uns auf jeden Fall. Das heißt, theoretisch könnten wir im Küchenschrank, wenn wir denn Interesse haben, das überhaupt zu machen, 99 Erze, 99 Blumen stapeln, keine Ahnung, 99 Unkraut? Kann man Unkraut stapeln? Was machen wir denn heute mal? Außer, dass wir den Zwergen wieder beim Arbeiten zugucken und vielleicht bei der Kiesarbeit mal etwas unter die Arme greifen. Mal gucken wir, wie viel Geld wir überhaupt haben. 5.800. 5.800, das heißt, wir könnten uns eigentlich mal ein bisschen was leisten. So, bevor wir hier wieder Mist bauen, direkt die Bürste nochmal gucken, sicher gehen, dass wir die Bürste haben. Genau, Pferdchen, komm mal her, während ich in den Hühnerstall... Ah, da bist du ja schon. Sie haben ihren Platz, es wird schnell groß. Und sabber mich an. Müssen wir den Hund und das Pferd eigentlich überhaupt nicht füttern? So, wir müssen auch noch Eier liefern. Bevor wir auch den Honig wegschmeißen, direkt ab in die Verkaufsbox damit. Und wenn wir irgendwann ein viertes erwachsenes Huhn haben, was ein viertes Ei legen kann, werden wir das natürlich auch wieder ausbrüten lassen. Und da ist eure Kreativität gefragt. Wie soll ich das fünfte Huhn, das nächste Huhn, was dann auf die Welt kommt, wie soll ich das nennen? Könnt ihr einfach mal ein paar Vorschläge machen. Aber bitte nichts Gemeines wie Chicken Nugget oder Chicken Wing oder Brathahn. So, was machen wir? Wir brauchen noch irgendwas für die Zwerge zum Verschenken. Fällt mir gerade so ein. Und wir gucken mal eben, 29. Wir haben heute ein Geburtstagskind. Denn unser Einkäufer Zack hat heute Geburtstag. Was schenken wir denn? Wir schenken dem... Wir schenken dem keine Ahnung, Unkraut, ein Blümchen. Irgendwo müssen wir ja die Zeit hier jetzt erstmal überbrücken. Um 11 Uhr müssen wir unsere Eier liefern. Eier, wir brauchen Eier.
Wie viele Fische haben wir eigentlich mittlerweile? Immer noch 19. Okay, wir brauchen auf jeden Fall spätestens in 16 Tagen neues Fischfutter. ...5.800. Da können wir uns eine Menge kaufen. Eine ganze Menge Reichsbällchen. Aber das machen wir nicht. Nein. Verschlossen. Was? Dienstags und sonntags. Nein! Okay, dann können wir heute nichts kaufen. Ich wollte aber einen Rucksack kaufen oder ein Korb oder Reisbällchen. Was hast du denn hier? Es ist sehr still hier. Ja, hier, wenn dein Vordermann nie ein Wort sagt. Guten Morgen! In der Stadt, wo ich vorhin gelebt habe, was? May und Stu spielen nachmittags von 1 bis 4 in der Kirche, aber montags und mittwochs scheinen sie etwas zu tun zu haben. Dann sind die Angestellte auf einer Farm, die wir nicht kennen, und das wird finanziert durch Kinderarbeit. Sollten wir vielleicht auch mal einführen. Aber dafür haben wir ja schon die Zwerge. Wir haben Zwergenarbeit. Wir bezahlen die ja auch nicht. Wir haben das Prinzip der Zeitarbeitsfirmen haben wir jetzt perfektioniert. Wir brauchen die Zwerge nicht bezahlen, aber können die beschäftigen. Kostenlose Arbeitskraft. Hallo Ann! Hast du die 3 Eier gebracht? Nein! Wunderbar, gib sie mir! Hep! Hep! Wehe, du schmeißt mich jetzt raus! Hier ist das Geld für die Eier! Sie schmeißt uns wieder raus! Blöde Kuh! Wir haben auch den Händler, den fahrenden Händler auch schon länger nicht mehr gesehen, oder? Ich weiß auch gar nicht, um wie viel Uhr der überhaupt da ist. Ich glaube, wir gehen einfach bis nachmittags etwas angeln. Heute können wir irgendwie nicht viel machen. Denn leider hat ja das Geschäft zu. Mir das so beim örtlichen Edeka oder auch Rewe oder keine Ahnung, wo man sonst so einkaufen will. Lidl, Aldi, Irma, Famila. Ich stelle mir das dann so vor, man geht nach der Arbeit, geht man auf den Dienstag noch eben schnell zum Laden und merken so, oh, der hat heute ja gar nicht auf. Muss ich heute hungern, weil ich vergessen habe, im letzten Einkauf genügend Brot und Nutella zu kaufen. Oder ich habe nicht genügend Aufschnitt. Und kein Brot. Versuch das mal heute in der Stadt durchzuziehen. Außer sonntags nochmal geschlossen haben. Und dann bist du am besten der einzige Laden in der Stadt. Und dann ist das eine sehr, sehr kleine Stadt. Oder eine sehr, sehr arme Stadt. Wir haben ein paar Schuhe. Hey Kai, hier hast du ein paar neue Treter. Schaff das hier raus, du bist abartig. Ja komm, hier. Hast direkt noch einen zweiten Schuh. Denn mit nur einem Schuh kann man nicht gehen. Ich würde hier gerne mal wieder Fische fangen. Ich wette, Kai ist schuld, dass hier nur noch Müll rumfliegt. Kai und seine Kundschaft. Die haben keine Mülleimer, die schmeißen alles ins Meer. Deswegen ziehen wir hier nur Schuhe raus.
und tote Fische. Ja, komm schon, Fisch. Komm schon, Fisch. Ja, zu lange dürfen wir auch nicht hier bleiben. Wir müssen ja auch noch Sekt beschenken. Ah, die Zwerge beschenken wir morgen. Und ich wollte noch mal im Gasthof gucken, ob der fahrende Händler da ist. Und wir brauchen ja auch zu Fuß so lange, um vom Gasthof zu unserer Farm zu kommen. Willkommen, willkommen. Bist du gekommen, um etwas zu kaufen? Wir haben all die Saat, die es nicht im Supermarkt gibt. Okay, welche Saat brauchen wir denn für den Herbst? Oh, wir haben 6200 schon. Die ist für den Sommer. Die Rotzauber kosten 600, die Blumen. Ist fantastisch, die blüht nicht oft, aber du kannst sie zu Heilzwecken verkaufen. Spielblumensaat kosten 500, die Blumen blühen und blühen. Eine sehr starke Blume. Hast du keine Herbstblumen? Die Goldköpfchensaat kosten 1000, die Blume ist sehr interessant. Außerdem kannst du ihre süßen Früchte ernten. Ich glaube, die holen wir uns, wenn wir irgendwann mal ein... Wenn wir irgendwann mal ein, Treibhaus haben. Ich glaube, vorher lohnt sich das nicht. Okay, dann schnell ein Blümchen noch holen. Für unseren Einkäufer. Warum müssen wir gerade dienstags frei machen? Können die sagen, hier komm, bis Montag bis Freitag haben wir auf, Samstag und Sonntag haben wir dafür zu. Gibt's auch am Wochenende halt nichts zum Einkaufen. Und wenn ihr dann was braucht, dann müsst ihr was beim nächsten Pizzalieferdienst bestellen, den es hier auch nicht gibt. Nein, wir verpassen Zack. Zack! Zack, Pansen! Lauf nicht weg! Bleib hier! Wir wollten dich doch beschenken. Kriegst du jetzt nix. Hast du davon. Oh, hier. Einfach, ich kann ihm ein Blümchen geben. Wow, danke. Bitte, bitte. Welche Werkzeuge haben wir dabei? Die Angel, die Gießkanne, die Hacke, die Axt. Die Axt im Walde. Erstmal etwas Holz hier weghauen. Ich glaube, wir sollten unsere Axt vielleicht einmal mal aufwerten, dass wir nicht so lange brauchen zum Holzhacken. Mann, das ärgert mich jetzt, dass der Laden nicht auf hatte. Ich muss mir langsam mal eine Liste fertig machen oder ausdrucken, mal im Internet raussuchen und ausdrucken, wann die Geschäfte, wann das Krankenhaus zu hat und so weiter. Dass man das hier einfach mal etwas besser planen kann. Ohne Tagebucheintrag schlafen gehen. Oh, da haben wir heute ja richtig was vor uns. Der letzte Sommertag, 30. der Mittwoch. Ersten Herbsttag natürlich gutes Wetter. Könnten wir hier jetzt in Wirklichkeit mal gebrauchen. Und nicht so Anfang Mai, schön noch Aprilwetter. Farmer Fred! Ja, Jimmy? Sind die beiden Methoden, die du gestern erwähnt hast, die einzigen, um meine Tiere vor streunenden Hunden zu schützen? Was? Du hast gestern was über Küchenschränke gesagt. Okay, das gegen die Tiere schützen, das kennen wir schon aus einer älteren Sendung. Ich glaube, ab sofort kommen hier nur noch Wiederholungen. So, wir brauchen auf jeden Fall... die Sense, um an alle Feldfrüchte zu kommen. Die Angel brauchen wir heute nicht, oder?
falls wir eine freie Hand brauchen. Da sind unsere Helfer. Es ist nichts gekommen. Okay. Tomate. Dann müssen wir heute ganz schnell alles hier abernten. Und auch noch rechtzeitig die Eier liefern. Hier, das braucht ihr gar nicht gießen. Echt jetzt? Du gießt hier jetzt leere Felder? Komm, eine Tomate können wir essen. Und hepp. Und hepp. Etwas Mais können wir verkaufen. Und hepp. So, den verkaufen wir auch noch. Die restlichen, die hauen wir mal eben in die Wassermühle. Vorher natürlich den Honig noch eben einsammeln und verschiffütern. Oh, und wir können die Zwerge heute beschenken. So. Ja, hab was für dich. Wow, danke. Für dich auch. Wow, danke schön. Ja, und er rennt natürlich. Renn nicht weg. Renn nicht zwischen das Gemüse. Wow, danke schön. Ich hab was für dich. Hier. Doch nicht. Wow, danke schön. Sie aber mal richtig hardcore mit den Zwergern. Der ist bestimmt gleich so verliebt in uns. Der wird uns bestimmt gleich heiraten und nicht wegschmeißen. Haben wir ihn hier eigentlich schon beschenkt? Na komm, eins haben wir noch. Geh da weg! Das wird aber eng mit der Zeit. Ich stelle mir das gerade witzig vor. Wir stehen hier, wollen nur eben schnell die abgeflüchteten Sachen hier wegsensen. Zwerg einfach hier im Weg. Nein, nein, nein. Oh, eine Tomate aus Versehen weggesenzt. So, da muss die Blume, die Blume jetzt auch dran glauben. Da kommt Zwerg mitten im Weg und wupp, da haben wir ihn die Mütze abgeschnitten. Oder vielleicht auch was anderes. Die sind ein bisschen kleiner. Die dann im Weg laufen. Nicht, dass wir die auf einmal enthaupten. Obwohl, können wir uns die Köpfe immer noch an der Wand hängen als Trophäe. So, die Blumen können wir leider nicht verkaufen. Schmeißen wir die jetzt weg. Mensch, dann schaffen wir das tatsächlich in der Zeit noch hier alles einzusammeln, die Eier zu liefern und alles wegzusensen und haben immer noch etwas Freizeit über. Und die Leine. Oh, jetzt wird's aber eng. Ich glaube, bis um 2 Uhr sollten wir da sein. Wir kommen! Ja, so nicht. Das wird aber jetzt richtig eng.
Bitte lass uns rechtzeitig kommen. Sollten wir um 2 spätestens da sein oder um 3? Bitte, 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 bitte lass es gereicht haben. Boah. Hast du die 3 Eier gebracht? Ja, habe ich. Wunderbar, gib sie mir. Und da hast du und da hast du auch. Puh, danke. Sie sehen gut aus. Hier, das Geld für die Eier. Ich weiß, dass meine Eier... Ich weiß, dass die Hühnereier gut aussehen. Können wir jetzt hier einkaufen gehen und dann haben wir noch minimal Zeit, bis Zack kommt. Wie viel Geld haben wir? 6.960. 222 Hühnerfutter. Okay, was kostet der Korb? In dieser Tonne kann eine Menge Zeug transportiert werden. Er kostet 5.000. Willst du ihn kaufen? Was? Bist du sicher? Wollt ihr den kaufen? Das ist ein Rucksack. In ihn passt doppelt so viel rein wie in deinen. Er kostet 5. Was? Bist du sicher? Das ist Fischfutter. Ja, frisches Fischfutter. Ja. Gib jeden Tag etwas Fischfutter in den Teig. Wie viel willst du kaufen? 1. Nein, wir kaufen natürlich mehr. Das ist jetzt natürlich die Frage, kaufen wir erst die Tonne oder den Korb oder kaufen wir den Rucksack? Kosten beide gleich viel. Ah, schon wieder einmal zu schnell gedrückt. Da ist echt 17, 18 müssen wir jetzt haben. Na komm, machen wir 12. Dann müssten wir jetzt bei 30 sein. 29. Ja komm, wir machen jetzt noch 2 Stück. Dann sind wir bei 31. Das heißt, wir haben auf jeden Fall... Bei 30 sind wir dann jetzt so. Und jetzt sind wir bei 31. Vielen Dank, ich lasse das Fischfutter in die Fütterkiste deiner Farm bringen. Ich glaube, wir warten noch mit dem Rucksack und dem Korb. Ach komm, einmal ein bisschen Brot. Investieren wir heute einmal 100, um unseren Hunger zu stillen. Hallo Elli, was hast du denn zu erzählen? Hallo, die Klinik ist mittwochs geschlossen. Außerhalb der Klinik begegnen wir uns selten, nicht? Haben wir was zum Verschenken dabei? Nein. Hier, ich hab dich lieb. Oh, danke. Wofür? Dass ich deine Haare bürste? Wenn du irgendein Problem hast oder so, komm einfach und sag's mir. Ich habe ein Problem damit, dass du dich wiederholst. Das ist jetzt die Frage. Kaufen wir den Korb, kaufen wir den Rucksack? Ja, natürlich will ich beides haben, aber was kaufen wir zuerst? Ich würde ja sagen, dass wir mit der Anschaffung von beiden noch kurz warten, dass wir direkt am ersten Herbsttag genügend Geld für Saatgut haben. Wäre jetzt so mein Gedanke. Dass wir direkt am ersten Herbsttag so viel Saatgut wie möglich kaufen können. Wie es halt möglich ist, dass wir hier unsere Felder voll kriegen. Stecken jetzt erstmal unsere Felder hier ab. Die
erste Reihe, dass wir mal etwas Platz hier haben, die lassen wir mal raus. So, drei. 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 Warum nehmen wir nicht einfach den Hammer? Ah, genau, weil wir den ja nicht dabei haben. So, wir haben 6540. Da kommt unser Einkäufer. Jo, ich nehme die Erzeugnisse mit, die sich in der Tonne befinden. Schwörlan. Dann mach das, Digga. Da haben wir auch drei. Die restlichen Blumen, die können wir auch mal eben schnell weghauen. Eins, zwei, drei. Wupp. Haben wir unsere Felder hier vernünftig unterteilt, dass wir hier auch etwas Platz zum Dazwischenlaufen haben und nicht wie mit der kleinen Katastrophe mit dem Mais und den Tomaten, dass wir da nicht rankommen. Das sollten wir vielleicht einfach mal irgendwann einteilen mit dem Hammer. Jetzt die Reihe noch fertig. Nein, das sollte jetzt nicht. So, den Stein packen wir da hin. Wie, schon wieder K.O.? Von dem bisschen? 7280. Ich glaube, wir gehen noch einen kurzen Moment baden. Oder vielleicht sogar in die Mine. Ach komm, hier. Hast noch was zu futtern. Ein paar rote Kräuter. Vorteil von dem Korb wäre natürlich, dass wir 30 Sachen da reinpacken können. Wenn wir den jetzt holen. Fällt mir gerade noch mal so ein. Vorteil wäre wirklich, wir haben den Korb. Wenn wir den zuerst holen. Passen 30 Sachen rein. In unseren Rucksack passen doppelt so viel. Das heißt, wir haben 8. Plus 1 in der Hand. 9. Ich glaube, da macht wirklich der Korb erstmal mehr Sinn. Den müssen wir zwar immer mitschleppen. Das heißt, ah, den einen in der Hand, der fällt jetzt weg. Aber wir könnten mehr Erze mitnehmen. Mehr Feldfrüchte auf einen Schlag ernten und würden schneller Geld verdienen. Und je mehr Erze wir haben zum Verkauf, desto mehr Kohle haben wir natürlich auch. Und je mehr Kohle wir haben, desto mehr Saatgut können wir uns kaufen. Und desto höher können wir unsere Werkzeuge auch aufwerten, weil wir dann ja mehr Geld haben. Und dann kriegen wir natürlich noch schneller Geld rein. Also ich glaube, der Korb macht mehr Sinn erstmal. Was auf jeden Fall Sinn machen würde, wäre... Oh, dafür müsste ich mal eben gucken. Ist die denn soweit? Ja. Nein. Aber fast. Dass wir die Axt dann irgendwann nochmal aufwerten. Nach Sommer kommt Sommer. Bevor wir den Winter haben. Dass im Winter schön viel Holz fällen gehen können. Ich glaube, wir sollten unser Glück jetzt hier nicht ausreizen. Bevor wir hier am ersten Herbsttag auch noch verschlafen,
weil wir zu K.O. sind. Und sollten jetzt einfach schlafen gehen. Und direkt morgen früh schön viel Saatgut kaufen gehen. Aber das machen wir dann auch erst in der nächsten Folge. Bis dahin.